Wir hören schon, die Musik hat sich hier geändert, so. Städte haben sozusagen getauscht. Die Königin betreibt eine liberale Politik. Die Königin betreibt eine liberalere Politik. Politik als ihr böses Ich. Das ist sicherlich gut. Denn nun haben die Leute wieder Vertrauen. Ja, und in einer anderen Stadt gibt es ja auch nichts mehr. Es gibt ja keine Königin mehr. Nur der Typ darf jetzt rein, aber betatscht da nichts mit euren Dreckfingern, okay? Und einfach halt, mache ich jetzt einfach, dass ich jetzt bei jedem einfach direkt mal auf den Hund wechsle. Bevor ich dann eine Tour mit dem Jungen machen muss und eine Tour wieder mit dem Hund. Mysteriöse Kreaturen leben unter der Erde. Wir nennen sie Oglins. Mein Bruder, ach so. Die sagen, habe ich mal was Neues. Einfach, als ob sich nichts geändert hat, so. Blumenbeete hat jemand... Ah, die haben die Blumenbeete neu gemacht. Die waren vorher so Sträucher hier, ne? Oder? Ist wirklich praktisch, dass die Städte genau 1:1 aufgebaut sind. Das heißt, jeder kann sogar in sein eigenes Haus wieder zurück. In das gleiche Haus. Also ja, ich fürchte sich meine Brüder im Hecken, da waren die Schachfelds. Jemand musste aufbrechen und sie suchen. Das haben wir, glaube ich, auch schon alles gehört, ne? Wir sind die Reichsfamilie in der Stadt. Ja, ja. Gut, die sagen echt alles Neues. Hier ist der Mann mit dem Königskomplex. Ja, ein bisschen schade, finde ich, ne? Da hätten die Entwickler sich ruhig mal noch ein, zwei neue Sätze einfallen lassen können. Jetzt weiß ich aber nicht zum Beispiel zu dem Kollegen. Da war ja immer noch die Frage, wie wir da hinkommen. Oder sind jetzt auch neue Geheimgänge hier erschienen? Stand da vorher Felsen? Irgendwie? Da kamen wir hier nicht durch vorher. Hier ist nichts. Hier ist nur die Oma. Du hast unsere Stadt gerettet. Du solltest was um Mann spielen. Huch, die hat was anderes gesagt. Da war ich verwirrt. Wo ist das Kind hin? Kaufe aber ein paar Eichel ein. Ah, komm. Alles hoch auf 80. Was soll das? Oh, ja, Wasser. Oh, Wasser, 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 Wasser. Wasser haben wir den größten Ausbau von, ey. Kostet allerdings auch nicht so viel. Dann nehmen wir ein paar Wurzeln mit, Pilze noch mit, wofür auch immer. Wir haben es ja gerade. Ja, aber die eine Truhe da oben ist wahrscheinlich dann diese ominöse Wassertruhe, die hier aufgeführt ist. Oder nee, ein Knochen soll die enthalten. Die sich nicht öffnen lässt. Nun denn, nun denn, nun denn, nun denn. Ansonsten haben wir ja die. Obwohl, nee, hier unten kann man gar nicht rein in die Häuser, ne? Ja, 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 das ist Rons Haus. Das heißt, hier gibt es dicken Loot. Genau, die waren ja alle zu. Ah, so nehme ich. Nochmal 3 Tropfen Ethanol. Hier haben wir wieder Rons Schatzkammer. Na egal, sicher liegt noch ein großes Abenteuer von dir. Nee, was hast du denn im Angebot? Hast du Federn? Eisen. Na, nehmen wir noch ein bisschen Eisen nochmal mit. Eichen haben wir. Schwefel, komm. Kristalle. Brauchen wir die für... Ah, einfach jetzt alles mal voll hier, komm. So. Zweimal Schwefel nochmal und genug Nektar. Können wir Nektar vertragen? Jo.
Dann nähern wir uns langsam aber sicher dem großen Finale. Also, davor kommt noch einiges, aber haben wir jetzt noch ein Gebiet. Ab der Stelle jetzt noch ein bisschen Backtracking. Noch ein paar Waffen zu leveln, noch ein paar Formeln zu sammeln. Aber im Großen und Ganzen hat sich das bald. Ich bin froh, dass wieder alles beim Alten ist. Das böse Ich, der König, hat ziemlich genervt. Aha, also manche sagen doch was Neues. Oh, 5-mal Eisenerz. Gut, dass ich wieder in Terrorfels bin. Dennoch, ich werde die Schweinrennen vermissen. Jetzt will Hund noch mal anderes, du scheinst nett zu sein, auch wenn du ziemlich albern aussiehst. Nee, okay. Hundesprüche sind aber die gleichen. Erst lebten wir in Terrorfels, dann in Chaosturm. Leben wir wieder in Terrorfels. Langsam nervt ihn, ständig umziehen. Keine Zeit, gute Zeit, schlechte Zeit, fängt gleich an. Okay. Ja, was ist denn hier mit dem Storm, Mann? Ist der wieder zufrieden, dass hier wieder Leute wohnen? Hallo Kleiner, schön dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen? Verkauft der nicht? Nee. Oder werden auf dem Markt die Chaosgranaten verkauft? Ja? Achso, ist das Hotel? Ja, nee, danke. Nö, nö, da tut nicht nur du. Schlafen müssen wir nicht. War jetzt hier hinten irgendwas? Hier irgendwo noch ein Geheimgang. Anscheinend nicht. Die echte Königin ist wieder da. Wir sind froh. Danke. Wir überquerten das Schachbein, als wir zurück nach Terrorfels gingen. Die Falltür zum Schattenwald stand offen. Ich hörte, dass es noch eine andere Tür gibt, die auf die andere Seite führt. Tja. Eine gute Info. Aber für uns noch außer Reichweite. Es scheint, als ob das böse Ich der Königin die Freakshow organisiert hat. Sie wollte das Volk ablenken, damit es ihr nicht auf die Schliche kommt. Dank dir ist es ihr nicht gelungen. Ah ne, hier ist die ominöse Truhe, die sich nicht öffnen lässt. Dann raff ich aber zum Freck nicht, wie ich da oben ankomme. Erste Ebene, zweite Ebene, dritte Ebene. Ein Eisenerz, ein Wachs, ein Asche, ein Ethanol. Schwefel, ein Nektar. Ne, den haben wir aber. Erste Ebene, Honig und Eichel. Genug Wurzeln. Die böse Königin hat sich als wahres Monster entpuppt. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ach so, nee. Entschuldige, Gänse. Das war doof. Du hast bewiesen, dass du ein großer Abenteurer bist. Gut gemacht. Weiter so. Oh, ich tue mein Bestes. Terrorfels ist sicher nicht so sauber wie Chaosturm und sicher auch nicht so prunkvoll. Dennoch, es ist unser Zuhause. Ja, das lässt sich jetzt leicht sagen, nachdem ihr erst die andere Stadt verdingst habt. So, Anitamin, das heißt, hier ist zweite Ebene. Erste Ebene, dritte Ebene. Ich raff es nicht. Ich habe von einem seltsamen Kerl gehört, der einen Turm aus Schrott baut. Dennoch scheint der Typ sehr intelligent zu sein. Rechts rum. Entschuldigung. Oh Gott. Ich wusste das mit der Königin, was nicht stimmt, aber nun ist ja die echte Königin wieder da. Welch ein Glück. Ja, ja, das lässt sich auch mal leicht sagen. Meine Mutter sagt, dass Terrafels zwar dreckiger ist als Chaosturm, aber es ist unser Zuhause. Okay, dann wissen wir zumindest hier, dass das die von der Kleinen aus dem anderen Haus links ist.
Endlich ist wieder alles normal in Terrafels. Auch der König ist wieder ganz hier, Alter. Wir können nun wieder so sein, wie wir wollen. Das ist schön. Ich habe bereits von dir gehört. Du hast die Königin und uns vom Bösen befreit. Das war nett. Such dir ruhig etwas aus meinen Schatzkisten aus. Du musst für weitere Abenteuer gut ausgerüstet sein. Oh, hallo. Wie heißt du? Detlef? Nun, ich schätze, du hast schwer. Probier es mit dem Floralsband. Ja, also nee, Hundesätze sind die gleichen. Hier Wachs, 2 Tropfen Ethanol. Nehmen wir alles dankend mit. So. Ich bin froh, dass alles wieder normal ist. Ich habe Terrafell schon vermisst. Alle ein bisschen heuchlerisch hier. Ich bin froh, zurück in Terrafell zu sein. Es war furchtbar in Chaosturm. Das Schachbrett ist eine bekannte Sehenswürdigkeit. Okay, ja. Das kennen wir schon. Wir haben genug Honig. Ja, können auch keinen benutzen. Also hat der Honig Pech gehabt. Wir sind wieder in unsere alte Stadt zurückgekehrt. Und es ist besser denn je hier. Ich hätte nie gedacht, dass die Königin von Chaosdorf eine Betrügerin ist. Unglaublich. So, und die ganzen Markttypen sind auch wieder hier. Rosenwasser brauchen wir nicht. Währungseinheiten gegen Münzen haben wir schon alles getauscht. Der mag hier mal klein sein, dennoch gibt es hier viele Sachen zu finden. Ja, ja. Okay, der hat auch nichts mehr für uns. Der hat auch nichts mehr für uns. Ah, hier die, okay, die Frau, die vorher, ne, weißt du, Tickets verkauft hat. Die beste Munition für die Besucher sind Bazooka-Granaten. Für 10 Münzen würde ich sie dir verkaufen. Okay, her damit. Ah, packen wir erstmal ein paar Granaten ein. Wer weiß wofür. Boah, machen wir voll hier, ey. Was? Schon? Ja, jetzt. 96. Na gut, kommen wir nicht auf 99, weil wir schon einen hatten. Gewürzfässer brauchen wir auch keine mehr. Perlen auch nicht. Ja, das war's, ne? Hallo Kleiner, willkommen in Terrafels. Das ist der schönste Ort Evermore. Hm? Die hatten wir gerade schon. Gut, damit haben wir auch Terrafels abgeschlossen. Bis, wie gesagt, auf das obere Haus da, aber das, ne, da habe ich auch keine Ahnung, ist mir so egal. Dann gehen wir doch mal der Königin die frohe Kunde überbringen. Dass wir ihre Doppelgängerin erledigt haben. Also. Hier sind wir falsch, ne? Ja.
oder? Ja. Andere Seite, ne? Ja, stimmt, der Chaos-Turm war links der Thronsaal und rechts. Ja, ja, ja. Nee. Hä? Hey. Hier hoch. So nehme ich. Ist der König inzwischen auch mal angekommen oder er läuft immer noch da hinten rum? Ja, der läuft halt immer noch da hinten drin zu laufen. Gut gemacht, junger Held. Dank dir hat das Königreich wieder Hoffnung. Wir können von vorne beginnen. Ja, danke, Frau Fettamsel. So, haben wir hier noch was Neues? Hier müsste man sich die Truhen merken. Das kann ich nur so sagen. Oha, was haben wir denn da? Ja, Palü, hier ist nix. Immer noch nicht. Hier ist eine später Explosion versteckt. Was haben wir denn hier? Eine Rakete. Der Wurf einer Rakete. Hm. Wo ist denn der olle Professor? Oha. Sei gegrüßt, Holger. Hi, cooles Teil bist du da. Diese Erfindung hat es mir ermöglicht, viele andere Länder zu sehen. Das ist abgefahren, Opa. Wir haben auch schon einiges gesehen. Aber eigentlich wollten wir nur die Raumstation erreichen. Wir wollen nämlich heim. Ich verstehe. Ja, ich glaube, da kann ich euch weiterhelfen. Hm, nun, da der Raumgleiter erprobt ist, könnte ich ihn euch überlassen. Ich könnte euch ins All schießen. Allerdings gibt es etwas, das ich brauche. Der Raumgleiter ist eigentlich der Flattergleiter. Vor kurzem erst brach der Vulkan nördlich von hier aus. Ja, ich weiß, wir waren da. Dann musst du auch die Maschine im Krater gesehen haben. Ich sah einige Teile von ihr, als ich darüber geflogen bin. Zwei Teile der Maschine brauche ich für meine neue Erfindung. Ein Ventil und ein Wagenrad. Alles klar, Alter. Und wir brauchen etwas, das Energie erzeugt. Als die Statue in der Stadt im Osten explodierte, waren zwei Juwelen daran schuld. Das waren die Augen der Hundestatue. Gut, du weißt genau, was ich suche. Wenn es dir gelingt, mir diese Dinge zu bringen, wäre es kein Problem mehr, euch ins All zu schicken. Ich stelle euch meinen Flattergleiter zur Verfügung. Ah, cool. Er kann in jeder der Feuergruben landen. So, jetzt mal noch die ganzen komischen Räume sind, die wir vorher gesehen haben. Ihr müsst nur auf die Lichtsignale achten. Ihr findet mich in meinem Labor, wenn ihr alle Teile habt. Danach wird es einfach sein, die Teile zu integrieren. Sehr nice. Endlich sind wir frei wie ein Vogel. Und können den herrlichen Mode 7 Effekt der Karte bestaunen. Schuhi. Also ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich irgendwie auch eine. Also wir können einfach hier einmal im schönsten Mode 7 rüberfliegen. Warte mal, wie ist das nochmal? Ah, man steigt? Ah, genau. Okay. Steigen, sinken, hoch, umschalten, jo. Stellen fest, hier ist eine unbekannte Insel. Mal schauen wir uns erstmal die Welt genau an. Also. So. Wir sehen, Evermore besteht aus zwei Kontinenten. Wir haben hier einmal sehr schön gezeichnet den Brunnen. Ich halte mal hier rüber. So, da haben wir den Brunnen und das Stück Südchaosturm. Dann haben wir hier Chaosturm.
die Schachbrettebene. Hier ist Terrorfels, wo wir jetzt auch landen können. Ich frage uns wahrscheinlich das hier. Also da ist doch, hier sehen wir die Waldbrücke sogar noch. Das heißt, also das hier unten ist der Dunkelwald. Ist die Frage, was das hier im Norden ist. Die paar Häuser. Ach so, das ist der. Ach doch, das ist der Schrottturm. Klar. Das ist der Schrottturm. So. Das heißt so. Hier hätten wir Prähistoria, die kleinste Region. Da haben wir die Käfersteppe, da ist das Dschungeldorf, der Vulkan. Zwei Landepunkte, einmal in der Steppe und einmal beim Sumpf, beim Vulkan. Das hier könnte der Mammutfriedhof sein. Und hier ist dann der Fluss, auf dem wir gelandet sind, wo es dann über dem Fluss hier nach Antica King. Hier sehen wir den Kolosia-Tempel. Hier sehen wir jetzt auch das ausgetrocknete Flussbett. Hektors Lager, die Pyramide. Krotzkrüpel. Die große Wüste. Anscheinend mit dem See, den wir noch nie gesehen haben. Das ist interessant, finde ich, dass alle Lachaima direkt am See liegt. So direkt drumherum Wasser hat irgendwie. Ja, und hier die größte Stadt von Evermore. Mit dem Palast und dem Kolosseum und dem Markt. Und das war's auch schon. Was haben wir hier hinten? Das ist die Insel, die hatten wir schon. Da kommt wieder. Wir sehen auch, die Welt ist auch echt nicht groß. Und hier ist auch noch eine Insel, auf der man nicht landen kann, mit einem Baum oder sowas. Also, guck mal. Hier kann von Al-Lachema nach Kotika gucken. Von hier in Al-Lachema, also. Sehr überschaubar das Ganze. Ja, und irgendwo da oben die Raumstation im Himmel. Nun gut, genug der langen Worte. Jetzt machen wir mal wieder weiter. Was. Was machen wir jetzt zuerst? Wir leveln jetzt erstmal unsere Waffen.